Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Traveler 2. So this is Timberrain. Lerchtaus steht da. Trusso said this town is where they're hosting the coronation. A lot of people are gathering by that castle. Which means that I've made it in time. There is a heaviness in the air. Rain is coming. The heavens are on Trousseau's side. I need to learn my way around this town before it's too late. Mhm. Ha, ich mag gar nicht daran denken, was das alles kostet. Und es recht nicht daran, dass wir das mit unseren Steuern bezahlen. Hallo, willkommen in Deutschland. Wir sind alle Eventualitäten vorbereitet. Sei unbesorgt. Warum kann ich tagsüber hier gar nichts machen? What? Aber das geht nachts. Warum? Ah, hier, der geht, okay. Hä, die nur die Wachen nicht. Hat nichts Gescheites. Also erstmal die Standard-Diebestour, oder? Bei den Wachen geht's leider nicht. Speichern ab. Und dann bam bam. Irgendeine honigsüße Liebe, ja, unbedingt. Oh. Hey, Bone Mender. Oh, guck mal. Yeah, I'm talking to you, Casty. Remember me? Master Edmund, what are you doing here? Living is what? Thanks to you, we've been accepted as citizens of Timberrain. Oh. Today's the coronation, so we're out in force to celebrate up a storm. A storm, you say? The prince is big on garish celebrations. People from all over the world have gathered here to join in the fun. Even some Scrivener types from the east. Hmm? Why the frown? You gotta be kidding me! An attack on the coronation? Mm-hmm. Shh! Keep your voice down. So... You believe me? Of course I believe you. No. You're running around sticking your nose in other people's business again, trying to save the world, right? You need my help, Bone Mender? You just say the word. No. Thank you, Master Edmund. On that note, I need you to get all these people far away from here and out of the rain. Boah, aber das schafft, das ist schwierig. Huh? How am I supposed to move this many people? Me and my lot aren't sheepdogs, Bone Mender. You're right. We don't have the numbers to evacuate everyone. Numbers, eh? I might be able to do something about that. Reisegespräch. Das ist also Lerchtau. Was ist los? Deine Augen glänzen ja, richtig? Ich wollte schon immer einmal hin. Es heißt, dass der hiesige König Schätze von überall her sammelt. Diese Sammlung würde ich mir gerne mal aus der Nähe ansehen. Du und deine Schätze, Sony. Na, wer weiß, vielleicht hat es ja auch Ketten, die dir ausgezeichnet stehen. Was du nicht sagst, jetzt bin ich aber doch ein bisschen neugierig geworden. Gut, abgemacht. Die Beute wird gerecht geteilt. Nein, Sony, so meine ich das nicht. Doch, genau so meinst du das. So, edler Schild. Klau, klau, klau. Danke. Dann bam, bam. Was hast du so? Erste Hilfe, geh weg. Dich kann man nicht beklauen. Was geht hier drin so? Neue Waffen, maybe? Genauigkeit ist gut, aber Damage und Crit-Chance geht deutlich runter. Also nein, das Schild, nein. Der Helm.
Nee. Die Rüstung gibt viel HP. Wirklich sehr viel, aber Arme und Ausweichen geht runter bei den meisten, ja. 500 Max GP, what? Nichts Beeindruckendes, leider Gottes. Was geht hier so? Ja, Heiltraum, schön und gut. Ich beklaue mal kurz. Beklauen. Hirnschlag, nee. Ach, Wachen gehen ja nicht, da war was. Hammer der Endgültigkeit, Richter. Gesegnete Robe, die will ich. Nice. Taugt die was? Boah, wir haben noch eine Drachenrüstung, die keiner anhat. Warum nicht? Let's go. Wow, die haben alle noch brutal schlechte Sachen an. Warum? Denn sie nicht. Und sie? Helm nicht. Ich rede ja auch von Rüstung. Sorry. Hier geht's. Hier auch. Helm haben die alle, den Großhelm. Was haben wir gerade bekommen? Ach, die Robe. Die war okay. Glaubt ihr, den kriegen wir tot? Wir können es mal versuchen. Hikari, wie steht's um dich? Oh Gott, du musst erstmal, ne? Heiltrauben. Anregende Pflaume. Du verprügelst ihn. Jetzt haben wir es ja verstanden. Raise your weapon. Ein fairer Kampf um die Ehre ohne Gewinner, ohne und Verlierer. Das ist ganz in meinem Sinne. Hoffentlich schaffen wir den. Wir sollten uns erst buffen. Show me your might. Now it begins. Ja, super. Hat ja gut funktioniert. Okay, keine Schwäche. Impressive war das nicht. Moment! Das zählt nicht. Ich hab... Nochmal. Den schaffen wir doch, oder? Hikari, wenn dann du. Du bist Level 65. Den verprügeln wir. Speer? Auch nicht. Show me your might. My friends, I failed you. Okay, 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 okay. Nochmal, nochmal. Das zählt nicht. Ups. Okay, gegen was ist der schwach, ist die Frage. Prepare yourself. Eigentlich, wir probieren mal einfach das. Okay, hat eine Schwäche, sehr gut. Gut zu wissen. Dann machen wir natürlich den GP-Dieb. Schön. Into normalen Angriff. Into Vision Dead. Ich glaube, wenn wir brechen können, dann könnten wir ihn schaffen. Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal probieren. Ja, guck mal, was ist denn das für ein Richter, Mann? Dann soll der doch die Welt retten. So, GP-Dieb. Okay, wir sind zweimal dran. Gut zu wissen. Dann healen. Into brechen. Into, wir versuchen ihn zu finishen. Nein, er lebt noch. Wir leben noch. Nice, nice heal. Can still fight.
Ja, kannst du auch. Ja. Ja. Er ist fast dead, wir haben ihn fast. 8000 Damage hat nicht gereicht. Aber wir sind fast noch am Leben. Ja, wir leben noch. Easy game. For the pride of Ku. Wow. Der Typ war übel. 2200 XP. You still have much to learn. Führe 3 Stabangriffe auf alle Gegner auf. Ja, wir müssen den nehmen. Sorry. Monster rufen war eh schlecht. I look forward to Wow. War ein harter Kampf. Was ist mit dir so? Erstmal beklauen, bevor wir mit dir reden. Dieser Wächter am Gerichtshof von Lerchtau ist immer pünktlich und niemals abwesend. Er liebt die Gerechtigkeit über alles und ist weit und breit dafür bekannt, dass er immer auf einen Posten vor dem Gerichtshaus steht. Er lebt allein und hat nie geheiratet. Hast du von dem Gerichtsverfahren gehört? Der Richter glaubt, dass der Angeklagte schuldig ist. Ich traue mich kaum, das laut zu sagen, aber ich habe Mitleid mit einem armen Mann. Wenn es doch nur irgendwelche Beweise gibt, dass ein Alibi stützt, dann könnte der Richter von seiner Unschuld überzeugen. Dann gucken wir mal an. Richter Astell kennt sich gut mit dem Thema aus. Er ist nämlich selbst Kunstsammler. Über den Diebstahl des Saphir-Diadems hat er damals auch entschieden. Gucken wir mal, fragen wir uns mal durch. Ein Schreiber aus Lerchtau, Hof und der Adel haben eine solche Macht im Königreich, dass die Medienlandschaft in 2 Lager geteilt ist. Gehorsame Diener und aufmüpfige Trotzkipfe. Je nachdem, welche Richtung der Wind der öffentlichen Meinung geht, wechselt dieser Mann zwischen den Lagern hin und her. So sieht er auch aus. Hier waren wir übrigens doch schon vor Gericht, oder? Ein Bürger, der gerne Gerichtsverhandlungen beobachtet. Er fand zu diesem Interesse, nachdem er sich mit seiner Frau stotternd im Affekt aus dem Haus stürmte, dann aber nicht weiter wusste und aus der Laune raus im Gerichtshaus landete. Er erkannte, wie faszinierend ein Einblick in das Leben anderer sein kann und sitzt jetzt fast täglich auf der Zuschauerbank. Thank you. Gerne, euer Gnaden. Gestohlen wurde das Morgenrotarmband eines bekannten, sehr kostbaren Kunstwerkes. Es befand sich im Besitz von Graf Ressort, der im Gasthaus übernachtete. Dann wurde es während einer kurzen Abwesenheit des Grafen entwendet, nicht wahr? So ist es, euer Gnaden. Angeklagt ist der Mann, der an diesem Tag die Aussicht über das Gasthaus hatte. Nein, ich habe nichts gestohlen. Ich war noch nicht mal in dem Gasthaus, als es passierte. Ich war draußen und habe sauber gemacht. Gibt es Zeugen, die diese Behauptung bestätigen können? Ja, eine Frau. Ich habe ihr geholfen, als sie einen Schwächeanfall hatte. Wie heißt sie? Wir werden sie vorladen. Vorladen. Wir werden sie vorladen. Digger. Das weiß ich nicht. Ich habe sie nicht gefragt. Und wie sollen wir sie dann befragen, Herr Angeklagter? Hast du schon mal Gedanken drüber gemacht? An deiner Stelle wäre ich vorsichtiger. Solche leichtfertigen Behauptungen können sich nachteilig auf deine Glaubwürdigkeit auswirken. Du frecher Bursche. Ich habe nichts gestohlen. Das müsst ihr mir glauben. Das heißt, wir müssen die Frau mit dem Schwächeanfall finden, ne? Ja, da kommt nichts mehr. Okay.
Mein Sohn wurde wegen eines Schwerverbrechens auf dem Gefängnis Filgit eingekerkert und seine Frau und ihr gemeinsames Kind mussten seine Fehler mit ihrem Leben bezahlen. Dieser dumme Junge, ich frage mich, wie es ihm derzeit wohl ergeht, wo er doch alles verloren hat. Flaschenpost. Oh ja. Das ist ja die Handschrift meines Sohnes. Die würde ich unter Tausenden erkennen. Bitte verzeih mir, Mutter. Ich war ein Narr. Meine eigene Familie habe ich in den Tod getrieben. Du wirst mir sicher nicht vergeben können. Aber wisse, dass ich es sehr bereue, dich in deinem hohen Alter allein zu lassen. Ich würde dich so gerne sehen. Eigentlich hatte ich eine Flucht für aussichtslos gehalten, doch ich habe einen verlässlichen Partner gefunden. Mit ihm schaffe ich es vielleicht. Natürlich ist mir bewusst, dass dieser Brief dich nie erreichen wird. Aber nur dieses eine Mal möchte ich an Wunder glauben. So kann ich einmal Mut zusammennehmen. Weil ich weiß, dass du auf mich wartest. In Liebe, dein törichter Sohn. Moment, unten steht noch was. Es tut mir so leid. Ich werde doch nicht zu dir zurückkehren können. Der Partner, von dem ich dir erzählt habe, er muss einfach weiterleben. Er ähnelt mir und ist doch so anders. Oh, das war unser Partner mit Dings, mit, ne? Oswald, der, wo sich geopfert hat. Ich glaube, wie ich ihn rette, wird mir meine verstorbene Familie verzeihen. Tut mir leid, ich bin bis zum Schluss ein Narr geblieben. Danke, dass du mir dieses Leben geschenkt hast. Mein Sohn war sehr geschickt, vor allem darin, andere zu manipulieren. Aber er hat sich mit den falschen Leuten angelegt und alles verloren. Und jetzt hat in seinen letzten Momenten jemand anderen beschützt. Vielen Dank, dass du mir diesen Brief gebracht hast. Irgendwie hat er eine Last von mir genommen. Ich dachte, ich könnte meinen Sohn niemals vergeben. Doch wie es scheint, geschehen Wunder eben doch. $6,600 und ein Smaragdmesser. Das wahrscheinlich super weak ist. Wir gucken es uns aber an. Ja. Wow, ey, war geil. Die Quest hat sich ja so gelohnt, ey. Ey, Leute, die war so gut. Eine Frau aus Lerchtöl, die schon im gesamten Leben lang unter schwachen Konstitutionen leidet und zu Schwächeanfällen neigt. Auch wenn sie hin und wieder über ihren Zustand klagt, hält sie wacker hoch, ne? Wir müssen die mitnehmen. Hier kriegst du ein bisschen Dörrfleisch. Ich glaube, wir müssen die nämlich mitnehmen. Das ist die. Hast du wirklich zugefahren gehört? Ja. Hier. Was? Du hast eine Zeugin, die die Unschuld des Mannes beweisen kann? Gut, ich werde den Richter informieren. Aha, guck mal, wie gut wir das machen. Wir gehen halt voll von der Nebenquest weg. Von der Hauptquest. Die Zeugenaussage hat bewiesen, dass der Angeklagte zur Tatzeit nicht im Gasthaus war. Deshalb hält das Gericht den Angeklagten für unschuldig. Ein Segen. Danke, euer Gnaden. Jetzt ist das Morgenrotarmband also auch verschwunden. Genau wie das Saphir-Diadem. Nein, die Gerechtigkeit wird siegen. Die Diebe des Saphir-Diadems wurden gefasst und hingerichtet. Ihr habt damals das Urteil gesprochen, nicht wahr? Ich muss eingestehen, die Todesstrafe hatte ich nicht erwartet. Es war die einzige gerechte Strafe. Der schwarze Schatz der Königsfamilie wurde nie in der Öffentlichkeit gezeigt, bis diese Verbrecher ihre schmutzigen Hände daran legten und jetzt ist er verschwunden. Ich bin froh, dass Bianco nicht unschuldig verurteilt wurde. Er hat mich gebeten, dir das zu geben als Zeichen seiner Dankbarkeit. Er wollte es dir nicht selber geben, sonst könnte es ja aussehen, als hätte er dich bestochen. Du verstehst das sicher. Ich bin jedenfalls froh, dass die Wahrheit gesiegt hat. Danke dir. Naftenus und Liebe des Lebens, 11.000 Gold. Ich habe die Arbeit bei Richt angenommen. Warum ist der immer noch orange? Das regt mich auf. Wir haben die Quest erfüllt. Gehen Sie bitte weg.
Ich bin froh, dass ich etwas für Bianco tun konnte. Wir sind seitdem gute Freunde geworden. Süß. Diesen komischen Richter, können wir den eigentlich mitnehmen? Weil der ist ja schon broken. Wow, du kannst dich nicht mit denen anfreunden. Krass, okay. Schade eigentlich. Wir übernachten mal eine Runde. So, Leute. Ich würde sagen, nächste Folge machen wir dann die Quest weiter. Wir sind jetzt abgelenkt worden, aber es passiert halt manchmal. Heldenaxt. Wow, die ist gar nicht mehr so schlecht. Die ist gar nicht mal so bad. Die ist sogar richtig gut. Let's go. Geil. Heißt das auch für sie aus, dadurch eine neue Axt? Ja. Genau, ich geht aber deutlich runter. Nee, behalten. Ah, aber kritisch geht hoch. Nee. Ah, wobei. Na, nee, wir behalten die erstmal. Ah, wobei, nee. Wir nehmen sie. Zack. So, Leute. Nächste Folge machen wir weiter. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei bei einer weiteren Folge. Ob du vielleicht 2, Folge 100 irgendwas schon übel. Danke fürs Einschalten.